Kunsthalle Rostock präsentiert Hypnagogia, Werke des Berliner Künstlers Martin Groß. Im White Cube der Kunsthalle entwirft er einen Reflexionsraum. Hypnagogia ist der Zustand kurz vor dem Tiefschlaf. Mithilfe von Soundelementen, einer Wandarbeit und kleinen und großen Zeichnungen erschafft er diese Welt zwischen Realität und Traum. Erstmalig nutzt Martin Groß Töne für seine Präsentation. Bis zum 2. August ist der Reflexionsraum ausgestellt. Das Lehmmuseum Gnevsdorf präsentiert die Sonderausstellung Lehmbau an der Hochschule. Kuratorin Britta Wolf stellt ihr Lehr- und Lernkonzept vor. Die Umsetzung des Konzeptes ist durch Bilder, Videos und Texte erfahrbar. Der baupraktische Teil fand sowohl im Inland als auch in Afrika statt. Studierende nähern sich auf unterschiedliche Weisen dem Lehmbau und dem ökologischen Bauen. Unter anderem zeigt die Ausstellung die Errichtung eines kleinen Laterit-Lehmgebäudes in Ghana, mörtelfrei gestapelt nach dem Lego-Prinzip. Mit Kunst zwischen Mensch und Natur vermitteln, das will die Ausstellung On Fire auf Schloss Plüschow zeigen. Die Natur kommt ohne den Menschen aus, doch der Mensch nicht ohne Natur. Mit unterschiedlichen Mitteln befassen sich die Künstler mit ökologischen Fragen der Gegenwart. Gezeigt werden zudem Plakate, die für die Ausstellung des Lauenburgischen Kunstvereins entworfen wurden. Die Warnemünder Sommerpromenade lädt zum Flanieren und Genießen ein. 27 Händler und eine große Vielfalt vom Schmuck bis zu erfrischenden Getränken. Außerdem bietet das Hanserad einen einmaligen Ausblick auf Warnemünde und die Ostsee. Wer in Ruhe die Seeluft genießen möchte, kann sich auf einen Schnuppertörn auf dem holländischen Traditionssegler Morgenster freuen. Am 22. Juli ist der Landeszootag in Mecklenburg-Vorpommern. Kinder aus MV dürfen sich über kostenlosen Eintritt in Zoos und Tierparks freuen. Damit bedankt sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für die Geduld in den letzten Monaten. Insbesondere, weil Kitas und Schulen geschlossen waren. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.